Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Song-Tutorial. Hier nochmal kurz hochfahren. Heute mache ich Nobody Knows You When You're Down and Out. Das ist ein echter Klassiker von Eric Clapton, den er auf dem Unplugged-Album gespielt hat. Und das Lied ist ein Dauerbrenner in seinen Konzerten, in seinen Live-Konzerten. Er spielt es oft alleine in den letzten Jahren, wenn er es live performt. Und er macht sich den Spaß, immer wieder die Varianten des Liedes zu ändern. Es ist also nicht immer dasselbe, was er spielt. Aber die Akkordprogressionen, die Akkordfolge, die bleibt gleich. Und auf die Akkorde werden wir jetzt gleich mal eingehen. Hierzu blende ich die zweite Kamera noch mit ein und gleich mal den Text für euch. So, das Coole an dem Song ist, es ist etwas, was du selten hast. Du hast eine durchgehende Akkordfolge in Strophe wie auch Refrain. Also du lernst einmal diesen Ablauf und dann kannst du das ganze Lied spielen. So, was dir dann noch fehlt, ist das süße Gitarrensolo, das er spielt. Mal schauen, ob ich darauf noch eingehe. Mein Fokus ist heute die Begleitung und euch so ein paar Tipps zu geben, die ich noch in keinem anderen Video gesehen habe, die ich mir live aus seinen Performances abgeguckt habe und die ich ziemlich cool finde. Ja. Also gehen wir mal einfach mal jetzt auf die Akkorde ein. Ihr seht schon, wir haben hier eine klassische Akkordfolge in C-Dur. Ja. Okay, also wir haben ein C-Dur, ein E7, den kannst du so greifen, also ein E-Dur mit dem kleinen Finger hier auf dem D. Dann haben wir als nächstes einen A7. A7 wäre in dem Fall, kannst du so greifen. Oder so, was dir besser liegt. Und dann haben wir ein D-Moll. Ein A7, den er dann hier an der Stelle so spielt. Also das A mit der leeren G-Seite. Und wieder ein D-Moll. Dann haben wir diesen wunderschönen Auftakt, den er dann hier macht auf das F. Dann kommt ein, also hier haben wir das F dann dabei. To all my good friends for mighty good time. Oh, bootleg whiskey. So, wenn ich ihn beobachte, dann spielt er das sehr, sehr entspannt und er simuliert, er spielt es einfach, er spielt es so, dass wenn du dir jetzt vorstellst, dass ein Schlagzeug dabei ist, ja, das kennt ihr ja mittlerweile von mir, das ist der Groove, 1, 2, 3, 4. Also auf diese Zwischenspiele gehe ich gleich noch ganz langsam dann ein. Hier spielt er auch was ganz Interessantes bei diesem Fis. Hört man in der Aufnahme auch mal den Akkord hier, also hier, sehr schön klingend. Gehen wir auch drauf ein. Und dann macht er diesen Abgang bei Mighty Good Time. C, H, B, A. Bo, D7, D7 mit Fis im Bass. Da siehst du dann bei ihm, wie er den Daumen hier hochlegt. Und dann ein G7. Kannst du hier dann ein G7 greifen,
Zeigefinger hier. Das ist dann der letzte Akkord. Und das ist die Akkordfolge, die gespielt wird. Bevor du das jetzt lernst, meine Empfehlung ist immer, spiel erstmal die Akkorde, kümmere dich nicht um die Blümchen. Ja, also diese Zwischenspiele, die er da macht. Ein Auftakt. Im Blues, speziell bei Clapton, ist alles immer Frage, Antwort. Ja? Im Solo hat er das gleiche Prinzip immer am Start. In seinen Gitarrensolo hast du immer diese hochgehen, runtergehen. Vorspiel, Nachspiel, Frage, Antwort. Das ist das Prinzip von Eric Clapton in so gut wie all seinen Songs. Ja, das hat er sich von den großen Bluesern so angeeignet. Und das ist auch so sein Markenzeichen. Also, jetzt habe ich gesehen, dass er teilweise, also, das ist typisch für ihn. Gehen wir mal in die Nahaufnahme. Hier gehen wir mal auf die Zwischenspiele ein. So, pass mal auf. Also, C klar, ne? E7, da macht er, also bei C macht er nichts. Es sind mehrere Möglichkeiten, die du jetzt im Rhythmus spielen kannst. Einmal diese Geschichte, wie er es macht. Zeigefinger, die Snare. Und dann die nächste Variante. Ist, dass du immer die richtigen Basstöne spielst und dann hier unten zupfst die G-Seite, dann die zwei Seiten parallel, dann wieder die G-Seite. Also ich gucke jetzt nochmal in die Tabulatur rein, um das ganz genau euch sagen zu können. Ja, es sind also immer erst die Akkordseiten und dann, also ich verwende Tab Pro, falls ihr euch fragt. Das klingt so. 3, 4, ich hoffe, ihr hört es. Sehr, sehr cool, der Groove, den er da verwendet. Habt ihr das jetzt gehört, das Tab Pro? Gib mir mal ein Feedback. Einfach, weil ich habe das geändert, damit ihr das hören könnt. Na, das ist mir wichtig. Also, was ihr natürlich heute hört, ist so meine Variante, wie ich das dann spiele. Viele wollen vielleicht auch wissen, wie man es mit Plektrum spielen kann. Das werde ich euch auch noch zeigen. Ne? Also, wir haben ein C. Super, danke Steffen. Beim E7 haben wir dieses Spielchen. Also wir zupfen die dicke E-Seite und die Akkordseiten zusammen und gleich, das ist typisch Blues hier, der Zeigefinger beim E-Akkord und dann der kleine Finger hier auf dem E7. Was ich gerne mache zum Beispiel hier an der Stelle dann, ich gehe nochmal auf die Akkorde. Also ich spiele C. Den E7. Ich mache jetzt gerne ein A. Auch wenn das vielleicht er nicht macht, aber ich mache das gerne. Einen ersten A. Gefällt mir besser hier diesen Übergang.
Vielleicht gefällt es euch ja auch. Wenn nicht, könnt ihr direkt auf den A7 gehen. Once I lived the life of a millionaire. Ich höre das so. Und nochmal. Once I lived the life of a millionaire. Spend all my money in heaven he cares. Okay, also hier ist es leicht. D-Moll. Dann macht er einen wunderschönen Auftakt auf das F hier. Also das war jetzt D-Moll, A7, D-Moll. Jetzt kommt dieser Auftakt. Okay, gehen wir in die Aufnahme. Leere D-Seite. Hammer on auf die 2. Du kannst alle 4 zupfen oder du kannst einen Hammer on machen. Was dir besser gefällt. Und dann hier das Zupfen jetzt. Wir bleiben jetzt auf der G- und auf der H-Seite. Der Kerl hat so große Finger. Es ist faszinierend. Er macht... Er slidet, er bleibt auf dem F-Akkord, ja, und slidet einfach hier mit dem Finger aufs Fest. Das sieht man im Video. Ich mache es so, dass ich den kleinen Finger verwende. So. Daumen. Also nochmal. 0, 1, 2, 3. Ja, Misty Man, Paulchen Panda lässt grüßen, genau. Der war gut. Ja, das ist diese Walking Bassline, nennt man das, ne? Also der Bass macht jetzt einen Auftakt aufs F. Und dann hier. Und dann gehst du mit dem kleinen Finger hier in den vierten Bund aufs Fis. Das ist nicht einfach. Ja? Also leere D-Seite, Hammer on auf die 1. Solche Sachen immer getrennt üben. Ne? Also, ihr müsst jetzt auch kein F greifen. Ihr könnt einfach diesen F-Major, ich höre auch bei ihm als den F-Major, macht sich den Spaß live, mal das ein bisschen zu verjatzen. Also nochmal leere D-Seite, Hammer-On auf die 1, 2 und dann hier das F, also E, D, D, S, E, F. Und dann. Und sofort geht es dann abwärts. C. Also wir gehen hoch. Picken. Oder wenn deine Finger lang sind. Und dann gehst hier auf den C-Dur und spielst. Und als direkt als Finale, also C, H, B, A7 und dann D7. D7. Fis im Bass. Im Daumen mache ich das. Wenn nicht, musst du das so greifen. Ja, das ist ein bisschen schwer. So, oder leichter wäre es mit dem Daumen im Bass. Dann gehst du auf G7. Hier macht er also ein G7, ist ein klassisches G. Und Zeigefinger hier auf dem F. Und hier kannst du dann so ein Spielchen mit dem kleinen Finger machen. Also nochmal ganz langsam C.
side of the life of a millionaire. Spending my money didn't have any care. To call my friends out for a mighty good time. Bought bootleg whiskey, champagne and wine. So, natürlich, wenn du jetzt auch noch singst, ist die Hürde ein bisschen größer. Das heißt, du musst deinen Ablauf hier erstmal automatisieren. Hier kannst du wunderschön auf dem zweiten D-Moll kurz lüpfen und einen Sus-Akkord spielen und dann den Finger wieder hinlegen. Dann den Auftakt. Den Abgang. Also hier steht, jetzt gehen wir mal in die Akkorde nochmal rein. Hier steht natürlich ein Fis. Jetzt pass mal auf, was man da machen kann. Ne? Hier. Also du hast einen F und einen Fis verminder. Das wäre dieser Akkord. Klingt wunderschön. F, Auftakt. Und nicht einfach dieser Sprung. Ja? Wenn du das wirklich so ein bisschen noch jazziger klingen lassen willst, was er auch ab und zu macht. Hier der Hammer-On, leere D-Seite, der Auftakt aufs F, der volle Akkord greifen und dann hier macht uns einen Fokus auf den Zeigefinger. Der geht dann hier hoch aufs Fis, vierte Bund D-Seite und dann stellst du dir vor, du greifst hier einen wie so die D-Dur-Form. Ich hoffe, du kannst es sehen. Und machst noch den kleinen Finger hier im fünften Bund unten aufs A. Klingt wunderschön, ja. Ja? Gefällt euch das? Dann der Abgang. Ihr müsst euch vorstellen, ihr spielt C, H, B und dann sofort den A7. Das erfordert mehr wie das hier. Das ist bluesiger. Gehen wir nochmal in die Aufnahme hier für den Akkord. Oder. Gefällt euch der? Mir gefällt er enorm. Dann D7 oder macht dir Spaß, das Ding. Okay, und dann seht ihr schon, die zweite Strophe ist wie die erste und dann kommt der Refrain, also wiederholt sich und dann im Refrain haben wir die gleiche Akkordfolge, auch im Gitarrensolo die gleiche Akkordfolge, also Nobody knows you when you're down and out in your pocket. Und so weiter, dann Gitarrensolo gehe ich auch gleich noch auf die einzelnen Aspekte drauf ein. So, wenn ich das jetzt spiele, wenn ich es live performe, dann mache ich meistens diesen Groove. Müsst euch Folgendes vorstellen, wenn ich allein live spiele, muss ich mehr in diese Bandsimulation reingehen. Ne? Ich muss also mehr fühlen. Ich kann
muss mehr fühlen. Ne? Nobody knows you when you're down and out. Okay, ich spiele jetzt mal mit Black Drum. Ja, damit ihr das mal hört. Ne? Wie würde das klingen mit Black Drum gespielt? Hier mache ich Folgendes. Statt dem spiele ich einen Klassiker, den er zum Beispiel in Tears in Heaven macht. Ich spiele C, ich greife dann hier ein H, mit dem C gehe aufs H und mache den kleinen Finger hier unten aufs D und dann ein A7. Statt. Also. Ja, dann D7. Okay. So, was macht Clapton, wenn er alleine aktuell spielt? Gebe ich euch gleich ein super Lick von ihm. Dafür gehen wir in die Nachaufnahme. Also, er spielt sein klassisches Intro. Spielt er es jetzt. Achtung, gleich kommt er. Ist der cool, ne? Also D7 mit Fis im Bass und statt dem G7 macht er. Gefällt euch der? Ich finde den absolut klasse. Also. Nobody knows you when you're down and out. In your pocket, not in this for friends, you don't even. Ja, Steffen, der ist saugeil. Also am Anfang spielt er, jetzt zeige ich euch den nochmal ganz nah und den könnt ihr wirklich schnappen. Ja? Also wir haben D7 mit Fis im Bass und dann G, leere A-Seite, B und H, dann der Slide hier. Vom E aufs F und dann C. Ist ja cool. Ich liebe ihn. Also, was passiert dann? Dann kommt das Gitarrensolo. Dankeschön. Ja, das ist natürlich jetzt die Essenz dessen aus dem Unplugged, was er vor über 20 Jahren gespielt hat und dessen, was er aktuell live spielt. Na, mir gefällt das einfach. Also meistens ganz straight, ich spiele das Lied mit den Fingern und schnapp mir für die Passagen dann das Black Drum. Ich klemme das hier ein in meinen Mittelfinger. Ja. Und spiele das wirklich nur mit Daumen und Zeigefinger. Ja, und dann klingt das natürlich, ich habe so dieses Spielchen, dass ich die Begleitung mache mit Daumen und Zeigefinger. 1, 2, 3, 4, ihr kennt das ja mittlerweile von mir. Und dann ganz schnell guck, hier seht ihr, ihr seht es vielleicht nicht, wie schnell ich hier wechsle.
Geh nochmal in die Nahaufnahme, dann kannst du es besser sehen. Schau mal. Ich schieb dann meinen Daumen aufs Plektrum und ziehe es hoch. Ne? Also ich kann, das ist eine Übung, das ist wirklich eines meiner persönlichen Geheimnisse, was meine Spielweise angeht. Ja, ich habe auch einige originelle Dinge für mich entwickelt. Und eines der Dinge ist dieses, weil ich sehr, sehr viel allein auch gespielt habe in den ganzen Jahren. Und ich will natürlich, dass das für dich als Zuhörer sehr interessant und spannend bleibt. Und dann mache ich eben so Dinge. Eine Übung, da wird dir das Plektrum so oft aus den Händen fallen, aber probier es. Guck mal. Also nochmal ganz langsam. Ich verrate euch jetzt eines meiner Geheimnisse. Pass auf. Daumen hoch, Snare hoch. Also das ist unser Rhythmus. Und passt mal auf, ich spiele ihn einmal mit den Fingern und einmal mit dem Plektrum. Seht ihr den Wechsel? Oh, jetzt ist es runtergefallen. Viel Spaß, ne? Das ist der Vorführeffekt, wenn ich mich konzentriere. Hallo Thomas, hallo Uwe, danke. Also. Also ich mache einmal Daumen, dann die Snare und dann schnappe ich mir das Plektrum. Und wenn ich richtig gut konzentriert bin, geht das fließend. Ne? Und das merkt man beim Zuhören nur in der Dynamik. Ne? Finger. Habt ihr es gehört? Lieber Heinz, das ist wirklich so ein bisschen wie so ein Zaubertrick, den ich hier mache, diesem Wechsel hier zwischen Mittelfinger und hier. Ja. Und dadurch habe ich diese Dynamik, weil ich will in den Refrain mit dem Plektrum reingehen. Und das klingt einfach cool. Und beim Improvisieren hast du so viele Möglichkeiten bei diesem Lied. Ja, da werde ich euch einige jetzt zeigen natürlich. Ne? Also, jetzt kommen wir zum Finale. Ich gehe nochmal in die Großaufnahme. Okay, und im Finale ändert sich Folgendes. Also, wir haben dann nochmal eine Strophe. When you get back on your feet again. Everybody wants to be your long lost friend. I say it's free without any doubt. Nobody knows you. Nobody knows you. Nobody knows you when you're down and out. Was ist der finale Lick? Und hier gibt es tatsächlich einige sehr schöne Endings, die er spielt, die ich euch alle zeigen möchte. Also ich habe drei Endings gefunden zum Lied, die er ursprünglich in der Unplugged-Version, dann live spielt. Und die sind alle sehr, sehr schön. Also einen ganz aktuellen Schluss habe ich noch gefunden und einen, den ich selbst erstellt habe aus seinen Finals, die er da bei dem Lied zaubert. Achtet mal, was hier los ist. Also, wir haben dann zum Finale hin die Akkorde Nobody Knows You. Hier, ne? Nobody, nobody knows. Hier Platte dann länger drauf, ne? Also, I say it straight without any doubt. Jetzt
jetzt bleiben wir hier länger auf diesen Akkorden. Okay? Achtet mal drauf. Nobody knows you. Also zweimal auf dem D7. Dann kommt der Fis hier oben im Daumen. Nobody knows you. Dann F. Nobody knows you. Nobody knows you when you're down and out. Und dann kommen diese Licks. Ja. Also, jetzt hören wir mal. Ich spiele es einfach. Ne? Also, der Original-Lick zum Finale war. Also nochmal hier. Lass mich nochmal reingehen und hören, ja, was er da spielt. Also. Ja, wir müssen auf dem landen hier, also. Das ist schwer. Entweder gehe ich dann hier rüber oder ich mache den Hammer on. Also ich gehe mal in die Nahaufnahme. Final Lick, wunderschön, ganz gelassen gespielt. Und jetzt gleich mal wieder so eine interessante Beobachtung. Ja? Wir sind in C, wir improvisieren die ganze Zeit in der C-Dur-Pentatonik. Ja? Und hier geht er beim F-Akkord. Am Ende, höre ich ein F, geht er auf die C-Moll-Pentatonik. Na, ist das schon cool. Ja, C-Moll wäre. Ja, das ist also etwas Typisches, merkt euch das mal bitte, etwas Typisches für die Blueser. Ja, wir haben den Grundton C, den Grundakkord C, den Quartenakkord, also die vierte Stufe F-Dur. Und auf der vierten Stufe, hört mal, F. Secret of the Blues. Auf der Quarte, auf dem F-Akkord, gehen die dann, es ist ein Dur-Lied, wir spielen die ganze Zeit, also à la B.B. King, alles in Dur. Ja, schöne Dur-Licks. C-Dur, Pentatonik. Also eigentlich die A-Moll-Position 1, aber wir enden immer auf dem C. Wir beginnen mit dem C hier. Und enden auf dem C, okay? Ihr könnt mir hoffentlich noch folgen. Wenn nicht, einfach mal kurz Bescheid geben. Und aber wenn er auf den, wenn die Band auf den F-Akkord geht, also auf den Quarten von C, D, E, F, also C, D, Moll, E und F, auf den Quartakkord, spielt er dann plötzlich, hier C, Moll, Pentatonik, erste Position. Ja, das wäre dann hier im achten Bund. Wenn du genau hinhörst, du kannst einfach nur. Ja, auf der Unplugged-Aufnahme von 94 macht er so. Heute macht er. Ja, er wechselt da, ne? Heute macht es ein bisschen ruhiger. Ja? Es war damals schon entspannt, aber heute ist es triple entspannt, glaube ich. Ne? Also nochmal, merkt euch mal, nochmal bitte. Blues-Geheimnis. Ja? Wir haben einen Dur-Blues, aber auf der Quarte, auf den zweiten Akkord. Den zweiten Akkord wird nicht Dur gespielt, ja, wegen der Spannung, sondern es geht in die Moll-Pentatonik, in C-Moll. Ja. Und das machen die immer. Hört euch B.B. King an, hört euch Clapton an. Das ist das Geheimnis seines Sounds in den Solos. Ja. Und dann die Auflösung auf einen C-Akkord. Hier ein C. 7, C, 7, gehen wir in die Aufnahme. C,
7 und 9. Sieht so aus. C7 und die None. Kann man auch so greifen. Klassischer Blues-Akkord hier unten dann noch. Das G hinzufügen. Und dann also der Final liegt nochmal ganz nah. Guckt mal hier. Also ich ziehe hier im sechsten Bund. Ich bin also in der B.B. King Moll-Pentatonik. Hier, das ist die vierte Position der Pentatonik. Und hier spielt Clapton diesen Weg. Also 6 Bänden, einen Halbton hochziehen auf 7, die 6 nochmal anschlagen, 4, 5, 3, 5, 4, 3. Und dann hier springt er ganz schnell in den ersten Bund und macht diesen typischen Blues-Hammer-On. Und dann Finale, diese von H auf C. Heute beim aktuellen ein Konzert von 2 Jahren hat er diesen Schluss gespielt. Auch schön. Und statt hoch zu gehen, das ist typisch Jazz, du kannst also in den Akkord hineingehen. Tief zu hoch, also von H auf C oder hinuntergehen von Cis auf C. Ja. Also sucht euch aus, welches euch am besser gefällt. Ja. Hier ist ein bisschen so ein Swing. Oder mein Finale, wenn ich live spiele, klingt so. Und hier zeige ich euch, was ich mache. Ich spiele einen typischen Turnaround von Clapton. Also statt oder mache ich das hier. Mein Finale. Nobody knows. Also. I say it's true without any doubt. Nobody knows you. Nobody knows you. Nobody knows you when you're down and out. Also, hier habe ich diesen Turnaround. Also, was machen wir? Wir nehmen einen C. Also, stell dir vor, du nimmst einen G-Dur-Akkord und schiebst ihn in den achten Bund. Ja, dann hast du hier ein G auf C umgewandelt. Und dann packst du diese 2 Finger 2 Saiten tiefer. Dann hast du diesen Griff für den Turnaround. Und was hier passiert, wir spielen hier im achten Bund die D-Seite, die E-Seite und die H-Seite. Und dann wandern wir hier von H auf A, auf Gis, auf G und picken. Okay, also. Die leere A-Seite, ein H und hier den C7-9. Ja, je nachdem, was ich hab. Ja,
ich glaube ich. Ah, ja, okay. Spiele leere A-Seite. Okay, so das waren die drei Finals des Liedes. Dass ihr die auch noch mal hört und dann noch mal ganz langsam jetzt die Begleitung der Strophe mit allen Tricks. Also, das war die Begleitung und die ganzen Tricks nochmal, die ich euch gezeigt habe. Ihr müsst euch vielleicht das Video ein-, zweimal angucken, damit ihr das alles mitnehmen könnt. Aber macht euch keine Sorge bei dem Lied. Es ist doch relativ einfach, wenn ihr den Groove, wenn du den Groove mal drin hast. Ja, wenn du es mehr Fingerstyle spielen möchtest, ist das auch völlig okay. Dann kannst du so zupfen. Weißt du, es gibt so viele Varianten, also du kannst dich einfach austoben, weil die Akkordfolge immer dieselbe ist. In jeder Strophe, im Refrain. Also kein kompliziertes Lied, etwas sehr, sehr Dankbares zum Lernen. Ne? Und ein schönes Gitarrensolo. Ich weiß nicht, haben wir noch die Zeit, auch das Gitarrensolo anzusprechen? Soll ich euch da auch noch ein paar Tipps geben? Ja, für diese schöne Privatstunde hier. Okay. Seid ihr noch da? Jetzt mal gucken, wer noch alles live ist. Ah, super. Ja. Also. Wenn ich mir das Solo hier angucke, dann kann ich euch noch die ein oder andere Idee mitgeben. Also, ich gehe jetzt mal auf das File hier in, ich bin in Tab Pro und habe mir Nobody Knows You When You're Down and Out hier angesehen. Und hier sind viele Slides, die Clapton spielt und ja, typisch für ihn diese Spielweise. Und wenn du das File dann hier abspielst, ich nehme jetzt mal die ersten beiden Takte, dann klingt das natürlich vom Computer generiert ein bisschen komisch. Ja, weil mit Slides hat es immer Schwierigkeiten, das abzuspielen. Aber wenn ich es im Tempo herunterfahre, ich gehe jetzt mal so auf Tempo 50, und dann hört man das doch ein bisschen anders. Also. So. Sekunde. Jetzt hat sich meine Maus gerade kurz hier verabschiedet. Also. Gehen wir in die Aufnahme, dann seht ihr das besser. Also er beginnt hier auf dem C, logisch, ne? Unser erster Akkord ist C, slidet auf die, hier von der 5 auf die 7, spielt wieder 5, 7, dann hier wieder die 5, 7 mit dem Slide auf die 9. Und also er geht hoch bis auf die 10 hier. Also in der zweiten Stufe der Pentatonik. Also das ist eigentlich ein Paradebeispiel für die Spielweise von Eric Clapton. Er spielt fast immer nur die kleinen Schritte und macht dann Übergangstöne. Er nimmt die Blue Note mit und spielt gerne hier
die Note des A-Dur-Akkordes. Ja, ganz wichtig, ne? Also, drei Slider. Ich werde euch die Tabs einblenden. Also, hören wir nochmal rein. Halbes Tempo. Die Slides natürlich präzise ausführen. Ja. Okay, zweiter Takt ist dann die hört genau hin, das ist Frage-Antwort. Ne? Jetzt kommt die Antwort. Ja. Meine Maus ist leer. Ja, das ist mal wieder ein Phänomen. Und dann geht dann wieder rückwärts. Er macht hier ein Hammer-On oder ein Slide auf die 10, spielt dann die 8, 9, 7, 5, 7. Und dann hier der Hammer-On auf die 7. Da, da. Hier kannst du auch als Akkord spielen, ne? Hier ein kleines Barré und dann. Ja. Und dann geht es folgendermaßen weiter. Dritter Takt. Solo ist nicht lang. Wir haben nur 8 Takte. Also schauen wir mal, was hier kommt dann als nächstes. Eine leere Maus. Das ist ein Phänomen. Das liebe ich. Also. Und dann. Super einfach. Er spielt jetzt hier das F wieder. Er ist am. Und dann geht er hier 5, 3, 5, 3, 5. Ah, ist das schön, ja? Auch hier hörst du wieder dieses Frage-Antwort-Ding. Originaltempo. Frage, Antwort. So, jetzt kommt ein schöner Lauf hier oben, der so klingt. Da 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 ba da di. Na, wir haben Triplets. Hier geht's los. Und dann haben wir einen schnellen Lick. Also, da 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 ba da. Tempo runterfahren. So lerne ich Gitarrensolo. Ich lerne es jetzt gerade wieder mit euch. Also hinhören. Original.
Originaltempo. Hier hast du dann einen Pull-off von 13, 12, 10 auf die 12. Super, dann geht es weiter. Wir haben noch drei Takte. Jetzt kommt ein typisches Blues-Thema. Ganz leicht. Wir haben hier also, wir sliden, wir haben hier eine Terz, also ein Double Stop. Wir sliden von 7, 8 auf die 8, 9 und spielen es dann zweimal. Und gehen chromatisch runter. Und Ende die zwei Fünfer hier im fünften Bund, ein kleines Barré. Okay, und jetzt nähern wir uns dem Schlusslick. Der geht so, hören wir uns erst an. Also. Also, jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt möchte ich mal hören, wie Eric Clapton das spielt. Jetzt gehen wir mal in das Solo rein und hören es uns an. Das ist live jetzt alles. Na? So, ihr habt Fragen, ist das Solo in einer Duo oder wechselt das? Wie komme ich denn an die Tabs? Also die Tabs werde ich, habe Guitar Pro, mit RSE klingt es sehr gut. Ja, natürlich. Mit Guitar Pro klingt es gut. Ich werde euch das Guitar Pro-File in die auf dem YouTube-Video dann unten reinpacken. Ja? Und ist das Solo in einer Duo oder wechselt er? Er spielt die ganze Zeit in der C-Dur Pentatonik. Also hier macht er keinen großen Wechsel. Was er macht, er betont immer die Töne. Hier das F. Also er nimmt auch Töne mit aus der C-Dur Tonleiter. Ne? Also wir haben die ganze Zeit C-Dur Pentatonik plus ein paar Töne hier, ne? aus der C-Dur Tonleiter und natürlich diese typischen Aufgänge. Die er da spielt, das ist typisch Blues, also die Tabs einfach lernen, macht euch an das Solo ran, es lohnt die Arbeit und die Mühe, ihr werdet garantiert belohnt mit einem wirklich, wirklich guten Endergebnis. Ne? Es gibt auch viele Videos, die auch das Solo erklären, findet ihr auch sicher auf YouTube. Also, ich müsste jetzt noch ein bisschen üben, aber Schwierigkeiten dürfte es euch keinesfalls bereiten. Ich spiele jetzt mal anhand der Tabs mal mit Clapton einmal mit, um zu gucken, wie sich das anfühlt.
So mache ich das gerne. Live per Tabulatur mitspielen. Das ist also nicht so schwer. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben in seine Spielweise, in die Begleitung. Ich habe euch einige der Tricks verraten, die hier verwendet werden. Es ist ein Lied mit immer derselben Grundharmonie und dadurch kannst du viel machen. Also du kannst hier Blümchen machen. Auf dem E, du kannst hier Blümchen, was ich als spiele auf dem A7, dass ich hier kurz ein Bluesband reinpacke ins A. Beim D-Moll mache ich halt hier mit dem Zeigefinger lüpfe ich kurz das F. Dann spiele ich hier mal den verminderten Akkord. Dann beim Abgang mache ich als, habe ich euch alles gezeigt im Video, und dann hier mit dem Fis im Bass, diesen Lick und die drei Abgänge. Ich glaube, mehr kann ich euch nicht zeigen und reinpacken. Ich habe euch viel verraten, auch mit diesem Video, was Eric Clapton angeht. Ich werde demnächst mal wieder ein Eric Clapton Tutorial machen. Ich habe, glaube ich, den Wunsch, ihr habt den Wunsch geäußert, dass ich mal Old Love mache. Das könnte ich als nächstes vielleicht mal angehen. Mir hat das Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ihr konntet was mitnehmen. Denkt bitte dran. Ich spiele es nur nach. Bedeutet, ihr müsst und sollt euch die Plattenaufnahme oft anhören. Ihr solltet Live-Versionen von Eric Clapton anhören. Ihn beobachten, seine Spielweise, diese lässige Art und Weise. Manchmal sieht man nicht so genau, was er greift, weil er so große Finger hat. Aber es gibt sehr, sehr viele Versionen dieses Songs und man kann sich etliches dabei abgucken. Solo kannst du komplett improvisieren. Mache ich auch mit meiner Band. Und ich spiele es auch nach meinem Geschmack. Viel wichtig ist dieses Finale, dass du das so spielst. Und letztendlich nimm die Akkorde auf, nimm die Harmonie auf, loope sie und improvisiere dann drauf. Es gibt nichts Schöneres. In diesem Sinne hoffe ich, du konntest einiges mitnehmen heute aus dieser privaten, heftigen Gitarrenunterrichtsstunde im Stile von Eric Clapton. Ja, frei für dich, privat. Wenn du die Möglichkeit hast, mich zu unterstützen, habe ich die Möglichkeit, mehr für dich zu tun in der Zukunft. Das ist der Sinn dieser ganzen Aktion, dieses Lehrmaterial zu lehren, und zwar wirklich für alle, die sich das dann angucken. Was du machen kannst, du kannst mich zum Beispiel über Patreon unterstützen, darauf basiert sich mein Konzept. Du kannst bei 2 Euro im Monat anfangen, also günstig bekommst du diesen Unterricht nicht, und deswegen mache ich es, weil die Digitalisierung soll allen ermöglichen, an den hochwertigsten möglichen Unterricht zu kommen. Das ist mein Konzept und das, was ich mir immer gewünscht habe. Also, ich danke dir für die Aufmerksamkeit, für die Zeit, die du hier mit dem Video verbracht hast. Ich hoffe, du konntest ein klein bisschen besser werden. Ich wünsche dir viel, viel Spaß mit Eric Clapton's Nobody Knows You When You're Down and Out. Toller Text. Gute Zeit. Danke herzlichst an alle, die live dabei waren. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, das war Horst. Bye, bye.